Dem sogenannten NSU, dem nationalsozialistischen Untergrund, wurden 10 Morde angelastet. 5 Opfer davon lebten in Bayern. Das Behörden- und Ermittlungschaos wurde in einem Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag ausgebreitet. Die CSU fragte jetzt, wie denn die Erkenntnisse umgesetzt wurden. Fort- und Weiterbildung ist, glaube ich, ein Thema. Also die Schulung von Mitarbeitern, damit sie die Szene auch tatsächlich richtig analytisch erfassen können. Als auch, was ja ein wichtiger Punkt entsprechend auch ist, dass man, sobald es zu Gewaltdelikten gegen Migranten kommt, dass man dann auch immer prüft, ob da ein rechtsextremer Hintergrund auch in Frage kommt. Das war ja eben das Schlimme, dass man diesen rechtsextremen Hintergrund da so lange überhaupt nicht wahrgenommen hat. Die bayerische Kriminalstatistik erfasst nur registrierte Straftaten. Es gibt aber Delikte, deren Dunkelziffern enorm hoch sind. Nur eben taucht dieses Potenzial nicht auf in offiziellen Sicherheitsberichten und Statistiken. Die SPD forderte jetzt die öffentliche Berücksichtigung der sogenannten Dunkelfeldforschung. Wenn man Kriminalität in dem ganzen Umfang erfassen möchte, dann ist es richtig, dieses dunkle Feld stärker auszuleuchten. Und das soll so ein Bericht leisten. Das ist sehr, sehr aufwendig. Im Jahr 2001 hat ja auch der Bund dann schon mal so einen Bericht gemacht. Und ich glaube, das ist einfach nicht nötig, weil wir die Ergebnisse schon kennen, was es uns bringt. Dass es eben klar ist, dass es noch weitere Delikte gibt, die eben nicht zur Anzeige gebracht werden. Immer häufiger machen Fußballspiele Schlagzeilen, nicht der Tore wegen, sondern der Ausschreitungen wegen. Schlägereien und Exzesse benötigen stärkere Polizeipräsenz. Nicht selten tragen die Beamten schwere Verletzungen davon. Die Abgeordneten fragten nun nach einem bayernweiten Sicherheitskonzept für die eskalierte Lage. Koordination zwischen Vereinen, zwischen Fans und Fanprojekten und auch Universitäten. Da gibt es Lehrstühle, die sich sehr intensiv damit befasst haben. Da ist ein Erfahrungsaustausch zwischen guten und schlechten Projekten sehr, sehr nützlich. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn das Staatsministerium des Inneren sich einen inneren Ruck geben könnte. Da sind auch die Vereine natürlich gefordert. Wir reden nicht nur von Bundesliga oder zweiter Bundesliga, sondern auch die Amateurvereine. Auch da merken wir, dass es ja immer wieder auch zu Gewalthandlungen kommt. Und da sind die Vereine gefordert. Das nächste ist, der bayerische Innenminister hat ja jetzt auch einen Dialogprozess gestartet mit Schlichtungsstellen. Soweit die aktuellen Themen und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder hier zu Plenum TV.